So, meine Freunde, damit herzlich willkommen zurück zum Train Simulator. Trains and World ist so rum. Aus London scheint einen Defekt ja, ja, zu haben. Zum letzten Szenario. Die Fahrt hier in Reading. Der Zug muss für Reparaturen zum Old Oak Common geschleppt werden. Genau. Wir haben Sie aus Ihrer Pause gerufen, um diese Rettungsfahrt durchzuführen. Eine Class 66 wird gerade aus dem Reading Depot im Westen hierher gebracht. Begeben Sie sich zur Lok, sobald sie hier in der Station ankommt. Ist richtig. So, wie gesagt, willkommen. Letztes Szenario, Abschleppseil heißt das Ganze. Wir müssen einen Zug retten. Und warum ich jetzt hier starte, wenn ich im Hauptmenü, ganz einfach. Ich hatte schon 10 Minuten von diesem Szenario gespielt. Musste das Szenario aber wieder neu starten. Weil die Lok sich irgendwie so gedacht hatte, ey, ich habe aus irgendeinem Grund Leistung, obwohl sie keine Leistung bekommen hat, ne? Fährt los und fahr halt über ein rotes Haltesignal. Und beim letzten Checkpoint laden, was ja Gott sei Dank die Option ja besteht, wurde dann aber genau an dieser Stelle geladen, wo ich gefühlt, ich weiß gar nicht, lass das mal 200, 120 Yards vor dem Haltesignal mit 11 Meilen, naja, nicht mal, ach, ne, das sind nicht 120, lass es 6 Yards gewesen sein, sowas gefühlt 60 Yards, vor dem roten Haltesignal mit 10 Meilen pro Stunde drauf zu fahren und er jedes Mal das Signal überfahren hat, weil er halt nach Leistung hatte und somit das Szenario in dem Falle kaputt war, ja, und man es komplett neu starten musste. Ich kann euch jetzt schon mal sagen, unsere Aufgabe ist jetzt hier zu warten, bis aus Westen, sprich aus der Richtung, eine Class 66 kommt. Ein Wahnsinn, das ist dieses, das ist die Lok, mit der wir auf, im letzten Szenario die Industriegüter gefahren sind. Und mit der fahren wir dann erstmal 1,2 Meilen geradeaus. Dann halten wir dort, wechseln den Führerstand in eine andere Richtung. Und laden das Ganze dann, und dann geht es irgendwie weiter. Weil bis dahin bin ich gekommen, also bis Führerstand wechseln und dann hatte die Lokomotive aus irgendeinem Grund aber Leistung noch gehabt. Weil wir den Fahrtrichtungswendler ausschalten müssen. Und das ist aber Tastenkombination nicht belegt. Und beziehungsweise existiert halt einfach nicht, sprich man muss es mit der Maus machen. Und das ist genau über den Leistungshebel. Und da habe ich halt kurz Leistung gegeben, also kurz den Leistungshebel vorgeschoben, dass ich an den Schalter rankomme, um das Ding auszuschalten. Habe ihn wieder zurückgeschoben, aber die Lok hat sich gedacht, ey, der ist ja immer noch im zweiten Gang, ne? Und wir geben mal so 800 Ampere permanent, ne? 800. Und Führerstand gewechselt, Bremse natürlich auf der anderen Seite dann logischerweise gelöst, ne? Und ja, Endeffekt vom Ziel ist, die Lok hatte so viel Leistung, dass sie da einfach losgeprescht ist und sich nicht mehr in dem Falle vor dem roten Signal anhalten ließ. Das wäre dann auch schon das Ende der Geschichte. Also man kann eigentlich sagen, komplett bescheuert, aber ja gut, das Spiel war noch nie bugfrei. Wird es auch so schnell nicht, wenn ich mir alleine das da anschaue, wird es auch so schnell nicht passieren. Deswegen warten wir halt einfach und warten jetzt mal kurz, dass der Dulli hier anhält, dass wir einsteigen können. So gut. Den ganzen Spaß hier zumachen. Vielen Dank für Ihre Hilfe bei diesem Einsatz. Bitte. Wir müssen diese Lokomotive zum defekten HST fahren und sie ankuppeln. Fahren Sie bis Kennetbridge Loop. Dort erhalten Sie dann eine Zufahrt zur Reading-Station. So, wir müssen jetzt hier zwar kurzerhand noch warten, weil jetzt hier noch Züge sind. Ansonsten bekommen wir dann gleich, in Anführungsstrichen, gelbes Signal. Aber dadurch, dass ich jetzt so fix war, weil hier Hecklichter an, das und das und das, ne? Das muss ich mir total nicht erklären. Außerdem gibt es ja an dem Bahnhof halt auch Grafikfehler. Ihr seht das jedes Mal, wenn das hier so ein bisschen schwarz, kurz mal schwarz flackert. Das sind keine Wolken. So, jetzt können wir Gas geben.
So, und dann können wir jetzt erstmal diese ganz kurze Strecke mit bis zu 60 Meilen allerdings fahren. Ich war hier erstmal noch gebremst, aber theoretisch ist es bis dort an möglich. So, zumal das Ding jetzt auch Solo ist, sprich, das dauert jetzt nicht allzu lange, bis wir hier die neuen Geschwindigkeitsdinger dann auch bekommen. Obwohl dann schon weiter vorne wird dann schon wieder 25 Meilen abgebremst, beziehungsweise jetzt sind wir kurz mal 25, jetzt haben wir 40, danach haben wir 6 aus irgendeinem Grund und dann haben wir wieder 25. Na, das ist relativ schnell hintereinander, alles sehr verwirrend, gebe ich selbst zu. Mal, warum wir jetzt bis da vorne fahren, da wieder rumdrehen, ja, gut, das Spiel wird sich dabei schon irgendwas gedacht haben, sage ich mir da mal. Deswegen wird das dann auch so passen. Wir bleiben jetzt einfach hier bei 30. Kann man dann später immer noch runterschalten, wenn es no tut. Zum Beispiel jetzt hier ist 40. Da vorne ist 25. Jetzt geht es aber erstmal aufs Rechte. Sprich, jetzt haben wir wieder 60. Und dann haben wir wieder 25. Und da vorne müssen wir dann auch mal stehen bleiben. Und dann gucken wir mal, ob sich das rote Signal dann von der Lede umschaltet, weil ich gedenke, dass der Zug, der jetzt gerade uns entgegenkam, halt noch im Bahnhof steht und wir deswegen einfach nicht schneller, beziehungsweise einfach nicht an den Rotsignal vorbei dürfen. Wäre auf jeden Fall sinnvoll. So. Leerlauf. Da bremst sich dann schon mehr oder weniger von alleine. Ich meine, wir gehen mal hier ein bisschen anziehen. Nicht allzu viel, aber immerhin ein bisschen. Ganz schön ein bisschen mehr. Hier können wir dann noch voll anziehen. Hauptsache, wir stehen. Ist nämlich die Hauptsache. So, jetzt das Ganze auf neutral schalten. Zack, und jetzt wegmachen. Dann das aus. Und das aus. Genau. Und dann halt einmal den Führerstand wechseln. Nach da vorne. Tür bitte auf, danke. So. Dann Richtungswendler erstmal dran machen, auf vorwärts stellen, dann das an und dann nach Tageszeit, genau. Direkte Bremsen lösen. Sehr gut. Und dann geben Sie Schub, um Leistung zu erhöhen. Und dann an einen Ort halten. Aber hier vorne, ihr seht, 90 Yards. Da ist schon wieder rot. Dieses Rot dürfen wir halt dementsprechend nicht überfahren. Und somit müssen wir erstmal warten, weil 0,8 Meilen ist da vorne eigentlich dann das nächste Signal, aber ist halt momentan noch nicht, deswegen schleichen wir uns jetzt hier halt erstmal mit gemütlichen 2 Meilen voran. Könnten theoretisch auch die Langsamfahrt aktivieren. Aber ich hoffe einfach mal, dass das Signal jetzt gleich umschlägt. Wäre auf jeden Fall sehr hilfreich. Machen wir hier die Bretter auf. Ein bisschen den schönen Motorsound hören. Weil selbst, wir hatten es ja schon beim letzten Szenario, selbst wenn ich jetzt anfrage oder die Erlaubnis mir einhole, ob ich über ein rotes Signal fahren darf und das dann auch genehmigt wird, sagt sich das Spiel, nö. Game over.
Deswegen. Ich hoffe mal, dass es klappt. Dass wir da jetzt auch hier weiterkommen, weil das linke Signal ist es eben. Das heißt, wir legen jetzt mal kurzerhand hier die Bremsen an. Und wenn ich jetzt sage, Erlaubnis zum Überfahren eines roten Signales einholen, passiert gar nichts. Verweigert, keine Strecke verfügbar. So, da ist, wir warten. Oder wir sind gezwungen zu warten, sagen wir es mal eher so. Und wenn das weiter so der Fall ist, warten wir halt. Und beten das Signal an, dass es besser wird. Weil hier drüber dürfen wir halt nicht fahren. Sobald wir das überfahren, ist Game Over. Also ich glaube, bis hierhin dürfen wir so ungefähr, aber sobald man dann hier drüber ist, mit der Schnauze, ist dann Schicht im Schacht. Aber dadurch, dass das Szenario auf 75 Minuten geht, ebenfalls so wurde es angeschrieben, wundert mich dann das auch weniger, dass man, oh ja, jetzt haben wir gelb, Wahnsinn. Das war der Beifahrersitz. Entschuldigung, machen wir die dazu. Jetzt haben wir gelb, jetzt können wir lösen. Und können etwas Gas geben. Und vorne 0,7 Meilen müssen wir eh schon wieder halten, beziehungsweise ich. Okay. Was auch immer jetzt das war. Muss ich gestehen. Aber okay. Nein. Nein. Okay, danke. Keine Ahnung, was das immer war. Ob das DSB war oder sonst was. Wo haben wir es denn jetzt hier? So, ja, wir können einfach ein bisschen Gas geben. Jetzt wird auch wieder Leistung angenommen, freundlich. Weil das nächste rote Signal, was uns betrifft, war da vorne. Bleiben wir hier so bei 23, 800 Yards, aber wann kommt das in, auch 800, okay. Also da, wo wir halten sollen, haben wir dann dementsprechend auch rot. Das heißt, wieder ein bisschen Fingerspitzengefühl zeigen. So, ab hier dürfte man sogar 125 fahren. Sehr schön, ich glaube, so viel schafft das Ding nicht mehr, oder? Obwohl, müsste es eigentlich, dauert halt noch wieder ewig in 90 Jahre. So. Dann geht's wieder aufs nächste rüber. 80. Schauen wir uns das überhaupt mit der Geschwindigkeit, dass hier so passieren dürfen. Und dann legen wir schon langsam mal wieder hier die Bremsen an. Ganz schwach erstmal nur. Dann doch jetzt schon ein bisschen stärker. Ja. Oh ja. Durchaus mal volle Kanne. Mal ein bisschen loslösen. Kam dann doch schneller als erwartet. Wenn man 2 Hertz davor stehen bleibt, dann ist das wohl uncool, oder was? Ja, man muss das nicht verstehen. Zwei Hertz. Danke. So, Stellwerk kontaktieren, drücken die Tabulator, das ist ein bisschen Befehlsmenü zu öffnen. Erlaubnis zum Weiterfahren einholen. Hopp, das wurde diesmal erhört. Sehr freundlich, an einen Ort anhalten, machen wir.
Ganz ausgenommen, sehr gut. Und wir fahren weiter vor. Aber Freunde, wir sind erstmal eh fertig hier für den Part. Ich danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video, wenn ihr mögt. Das Däumchen da lassen nicht vergessen. Und bis dann, haut rein. Tschüss.